Schwupps bin ich wieder da und dann können wir einfach mal loslegen. Wir fangen einfach das Spiel nochmal von vorne an. Würde ich sagen. Komplett von vorne. Und wenn er ihn diesmal richtig Shovelman. Nicht wie am Wochenende Shovelman. Shovelman. Oh, fertig. Los geht's. Okay, Tala, mach dir mal nicht so einen Kopf jetzt drum, okay? Mach erstmal, dass es dem Arm wieder besser geht, okay? Mach's gut. Wir halten hier alle die Daumen, okay? So. Bin ja schon kleiner Profi in dem Spiel. Hui. Ich finde das so klasse, das Spiel. Ich liebe es, wenn Spieler es vernünftig schaffen, auf Retro zu tun. Von euch da draußen das Spiel jemand schon mal gespielt? Vielleicht hat ja jemand noch irgendwelche geheimen Tipps für mich oder so, wie zum Beispiel nicht in die Gegner reinlaufen, zu helfen. Ah, es ist so ein, ist ja wie ziemlich wie ein klassisches Mega Man. Und ich liebe Mega Man. Autsch. Verdammt. Du Sau. Das kannst du doch nicht tun. Ach, Marci, dann kannst du dir jetzt hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Wollen wir das hier aufmachen? Nein. Also, wir haben es am Wochenende in einem Run durchgespielt. Weil es so viel Spaß gemacht hat. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, waren so die typischen, ich nenne es mal Mega Man Upgrades. Wenn man einen Endgegner besiegt hat, dass man dann halt eine andere Waffe bekommt. Das gibt es hier in dem Spiel so nicht. Man muss sich die Waffen tatsächlich kaufen. Was dann allerdings dem Ganzen auch den Grund gibt, dass man hier diese ganzen Rubine und Saphire und weiß ich nicht noch alles einsammelt. Oh. Wir versuchen natürlich so wenig wie möglich irgendwo zu sterben und runterzufallen. Diese Notenblätter sind auch ganz nice. Damit kann man sich dann beim lokalen Barden Musik freischalten, die man sich dann so anhören kann. Idealerweise macht man sich ja über jeden Gegner her und alles.
Weil die droppen alle halt Geld. Und Geld? Geld ist gut. Nicht nur im Spiel, aber vor allem im Spiel. Alles schön abarbeiten hier. Da ist was zu essen drin, da kriegen wir wieder voll Energie. Ups. Na. Junge! So. Alles geklärt. Toin. Man kann das Ganze natürlich auch völlig anders spielen als Speedrun. Aber ich habe jetzt zumindest nicht das Bedürfnis, das als Speedrun versuchen zu spielen. Ich genieße das lieber wie ein normaler Spieler durch die Level zu springen, den ganzen Kram einzusammeln und einfach nur versuchen, nicht zu sterben. Und außerdem ist sie... Oh nein! Komm schon. Obwohl, das sind bloß 10 Punkte, ne? Ja. Na egal. Den Gegner wusste ich noch, dass er kommt. Ey, wie kommt man da ran? Ja, leck. Lecco mio, sag ich mal. Ah, eine Karotte, da kriegt man auch ein bisschen Leben dazu. Cool. Und im Spiel gibt es, wie man sieht, kein Leben. Also, sondern wenn man versagt, dann verliert man einfach einen gewissen Teil Gold. Und dann natürlich am Ende, wenn man das Spiel durchgespielt hat, sieht man dann noch, wie viele Leben man verbraucht hat in dem Sinne. Aber es ist doch schon ziemlich fertig, dieses Spiel. Für diese Art Spiel ungewöhnlich. 4, 5, 6, 7 Mal. Oh nein! Wir haben den Loot verloren! Nein! Hoch. Und nochmal. Die Gegner, die wir jetzt inzwischen schon besiegt haben, die droppen nicht nochmal neu. Außer vielleicht diese Flaschen. Entsprechend können wir an denen einfach so direkt einfach vorbeilaufen. Und uns hier versuchen, halt unseren Loot wieder zu holen. Wow, warum sind die einfach runtergesprungen? Tut mir übrigens leid, wenn ich jetzt nicht so auf den Chat reagiere, wie man das vielleicht sonst gewohnt ist, aber der Chat, der ist so unglaublich weit weg. Ich brauche noch irgendwas direkt vor meinem Fernseher, wo ich mir dann den Chat halt lesen kann. Wo mir dann auch direkt im Blick ist. Deswegen bleibe ich jetzt mal kurz stehen und guck mal kurz drüber. Stimmt, Stalos, du wirst bei mir im Chat auch nicht aufgelistet. Das ist ja witzig. Aber hey, ja. Geht ganz gut, sag ich mal. Vielleicht bin ich ein kleines bisschen müde. Liegt vielleicht daran, dass ich
in der Nachtschicht nur ungefähr alle 2 Tage vernünftig schlafen kann, aber da habe ich mich schon dran gewöhnt. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass ich die Zeit nicht verpasse und mich dann rechtzeitig auf Arbeit machen kann. Oh, da sind ja noch 2,5 Stunden Zeit bis dahin ungefähr. Oh, wusste ich doch, dass du die früher oder später blicken lässt, der himmelblaue Feigling. Dreh um, Shovel Knight. Hier kannst du nichts mehr ausrichten. Zur Seite, Black Knight. Ich habe keinen Zwist mit dir. Ich muss zurück zum Turm des Schicksals. Während du fort warst, sind dir wohl die Sinne geschwunden. Siehst du das denn nicht? Dieses ganze Tal ist durch die Verzauberin erobert worden. Und ihre unbesiegbaren Ritter vom Orden ohne Gnade stehen zwischen dir und dem Turm. Doch all das ist egal, denn wer es auf die Verzauberin abgesehen hat, muss an mir vorbei. Steh da deine Schaufel! So, ein kleiner Ritter. Hoi. Autschen. Au! Klassischerweise müssen wir versuchen, ihn zu besiegen. Obwohl das war früher, glaube ich, mal unser Freund oder so. Aber ich glaube, er wurde von der Verzauberin verzaubert. Tja. Und da verzieht sich die feige Sau auch schon. Tja. Und nach getaner Arbeit macht ein Ritter, was ein Ritter tut. Er schläft im Freien im Wald neben einem Feuerchen. Und er träumt von Shield Knight, die, um die es in dem Spiel geht. Wir müssen sie retten. Fangen sie! Heldenhaft. Absolut heldenhaft. Tja. Schon bricht der Morgen wieder an. Wir graben das Feuer aus und finden dabei auch noch Gold. Zack, und schon gehen wir hier in die Stadt, wo uns der Typ hier gleich anlabert. Halt, keine Waffen, schlimm genug, dass hier jeder mit einem Schwert herumfuchtelt. Das ist ja keine Waffe, nur eine Schaufel. Dann kannst du durch. Und nicht vergessen, drücke nach oben, um mit allen zu plaudern. Alles klar. Ich kenne ja auch schon einige Geheimnisse, dadurch, dass ich es schon durchgespielt habe. Sei mir gegrüßt, Reisender. Ich bin nur ein einfacher Barde. Doch ich habe ein großes Problem. Ich habe alle meine Notenblätter verloren. Mein komplettes Repertoire ist über das ganze Land verstreut. Solltest du ein Notenblatt finden, bring es zu mir zurück und ich belohne dich. Fürstlich. Holla, du hast ja 2 Notenblätter. Vortrefflich. Für jedes bekommst du 500 Gold. Alles klar. Wundervoll. Blendet. Marvelous. Lasst uns mal sehen. Oh, da hast du ja der Rivale. Black Knight hat einen guten Musikgeschmack. Hätte Komposition studieren sollen. Aber dann wäre ich wohl derjenige, der einen Rivalen hat. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das Lied jederzeit für dich spielen. Einfach fragen. Dann können wir den jetzt hier so anlabern, bla 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 bla, spielen wir ein Lied. Und dann haben wir hier so ein paar von den Liedern. Ups. Schaufel in die Erde und der Rivale. Ja. Bei dem Dude hier können wir uns mehr Lebensenergie kaufen. Das machen wir auch gleich mal. Hallo! Ja. Essensmarke kaufen. Kaufen wir uns gleich 2. Weil wir so viel Geld haben. Essensmarken sind gut. Oh, was ist gleich 4, 5? Ja, alles klar. Dankeschön. So, dann können wir mit dem hier reden. 2 Essensmarken, der kommt uns dann gleich was Vorzügliches. Und dann wird das aufgeschaufelt und geschaufelt. Ein leckeres Schwein. Und als nächstes ein... Was ist das?
Ding. Ein Ding. Dankeschön. Und schon haben wir zwei Lebenspunkte mehr. Hier unten sind so verschiedene Leute, mit denen brauchen wir jetzt nicht unbedingt reden. Dann können wir hier noch die Tür aufmachen. Hier ist ein Minispiel, was wir jetzt nicht ausprobieren. Das ist öde. Da muss man so, da fallen Flaschen vom Himmel, die muss man wegstoßen. Und naja. Und den Typen, den treffen wir später noch. Und bei dem Typen können wir uns eine Flasche holen. Was der da macht, keine Ahnung. Der ist einfach da. So viel dazu. Schon mal ein bisschen was gespoilert. Hallo. Tonk, 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 tonk. Nee, 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 nee. Gute Markt. Geht in die andere Richtung. Komm schon. Hier lang. Ja, 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 ja. Noch ein Stück, noch ein Stück. Los. Komm her. Ja, fein. Sehr gut. Da können wir nämlich hier hoch. Hier oben ist nämlich noch was versteckt. Das Notenblatt, das geben wir jetzt noch nicht ab. Das bringt noch nicht so viel. Stattdessen gehen wir einfach zu dem nächsten Endgegner. Zack. Oh, da ist noch was drin. Wow, das ist ein... Wow, Goldwert. Okay, auf die müssen wir aufpassen. Hallo. Zack. Na, geht ja einfach. Ich behaupte einfach mal, wir dürfen uns davon nicht treffen lassen. Kaputt machen können wir es auch nicht. Oh, das war knapp. Mega Man können wir auch mal bei Gelegenheit spielen. Am liebsten natürlich Mega Man 2. Das war knapp. Ja, kann man mal eine Besonderheit der Schaufel zeigen? Zack. Mit der kann man nämlich gegnerische Geschosse teilweise zurückschleudern. Was natürlich sehr praktisch ist. Hier ist noch ein Versteck. Das sieht man immer an den Wänden. Die sehen halt etwas anders normalerweise aus. Und diese sind echt fies. Denn die haben nämlich das Schild, das ist mega nervig. Die werden nämlich ab. Was natürlich sehr ungünstig ist, sag ich mal. Hopp. Oh nein, da hätten wir mit den hoch... Na egal. Wir können nochmal zurück. Und den nächsten Gegner hier droppen lassen. So. Und wenn wir der Meinung sind, wir brauchen hier diesen Checkpoint nicht, können wir den kaputt machen. Und dann können wir uns dafür noch ein bisschen Kohle holen. Dafür funktioniert dann allerdings der Checkpoint nicht mehr. Aber ich glaube, gerade hier am Anfang ist das nicht so wichtig. Denke ich zumindest. Oh, nach oben drücken muss man. Okidoki. Huge. Ja, mal die Dinger da aufmachen. So, rüber gesprungen. Die Kiste aufgemacht. Ich hoffe, wir haben genug Kohle dafür. Da ist nämlich dieser komische blaue Dude drin, den wir in der Stadt gesehen haben. Das ist Christian. Christian. Ob im Dorf oder unterwegs, ich hab die besten Angebote. Du wirst nicht glauben, was ich in der Kiste gefunden habe. Mal sehen. Ja, und hier können wir uns den Feuerballstab kaufen für 1000 Gold nur. Den nehmen wir uns doch direkt mit. Und mit nach oben und Viereck können wir dann schießen. Ich kann ja die Dinger wechseln.
Ah, okay. Mit nach oben und Viereck. Und das kostet diese Flaschen. Jetzt haben wir noch 26, jetzt nur noch 22 und so weiter. No. Hallo, lass mich wieder zurück. Ah, jetzt. Okay, das wird jetzt eventuell ein bisschen tricky. Ja. Oder auch nicht. Klingt ganz easy. Ich glaube, hier geht's weiter, oder? Ja. Na? Herr Magier? Pum, pum. Oh! Unbedingt gut. Au. So können wir ihn wunderbar einfach ausschalten. Hier können wir jetzt noch irgendwie ein bisschen was extra holen. Lass uns mal hier hochgucken. Ich glaube, hier geht nämlich der Level nochmal weiter. Hey! Ja, okay, kann man auch so machen. Oh, da geht... Oh nein, da ging es doch nicht nochmal weiter. Das war das Secret, glaube ich. Oh no. Wenn wir jetzt zurückgehen, dann sind die Wände aber nicht wieder da. Die bleiben weg. Verdammt. Das war natürlich vielleicht ein bisschen doof. Oh, da gab noch was versteckt. Hinter den Dingern? Ja, tatsächlich. Ha. How rude. Oh, oh. Au, 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 au. Sollen wir hier den Vogel treffen? Außer gar nicht? Okay. Wahrscheinlich hätten wir ihn abschießen müssen. Äpfelchen drin. Okay. Aber wir kriegen ja später noch richtig, richtig, richtig coole Items. Ich weiß nicht, ob ich euch das tatsächlich... Oh no. Spoilern soll, was wir noch für Items bekommen. Checkpoint, was ist denn da los? Das ist eine Statue. Dieses Buch doch ist. Hm. Oh nein! Oh 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 oh. Ui, ui, ui. Mai, 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 das war ganz schön. Uhu. Hey. Eine Karotte. Naja. Krallt uns einfach, diese Chimäre? Sind das Chimären? Irgendjemand von euch da draußen wird das schon wissen, wie die heißen. Oh, King Knight. Ein Eindringling ist unter uns. Hinfort aus unserem Thronsaal, Bube. Ich bin nicht weniger ein Eindringling als du. Du bist nicht einmal ein richtiger König. Oh, da irrst du dich aber. Die Verzauberin hat mein königliches Ich erkannt und nun beugen alle das Haupt. Du bist nichts als ein dekadenter Dandy. Doch jetzt soll ich dir Gerechtigkeit widerfahren. Yo, yo, yo.
die Gerechtigkeit der Schaufel! Ruhe! Im Thronsaal. Okay. Ja. Hey! Nicht hier einfach so springen? Machst du auch was anderes außer springen? Oh, anscheinend schon. Zack. Aha, jumpy. Oh. Mega gefährlich, der Dude. Autsch. Und noch einmal treffen. Da geht er down. Was eine Heldentat. So, jetzt kann ich mal ein bisschen wieder den Chat lesen. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss 11:30 los auf Arbeit. Und... das habe ich ja schon beantwortet. Ohne, dass ich es wusste. Oh, guck mal da, ein Hammerbruder tut. Den können wir uns ja gleich mal schnappen hier.